Hey Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation. Ja, ich musste eben nochmal kurz hier hinspielen, weil es mich rausgeschmissen hat, warum auch immer. Ich muss aus dem Aufstellungsraum der Syntheten entkommen. Zum Glück scheinen die tot zu sein oder halt nicht funktionstüchtig. Oh Mann. So, die Tür ist verschlossen. Warte mal, jetzt habe ich auch den Flammenwerfer gar nicht benutzt. Hab mir 20 Sprit gespart, das ist wunderbar. Was habe ich denn noch Schönes alles? Na gut. Wir haben was gelesen von einem Schalter, glaube ich, von einem Abregelungsschalter am Schreibtisch. Boah, Mann, diese arme Frau, ne? Warte mal, was stand denn da nochmal? Ich muss nochmal ganz kurz. Genau. Es gibt einen Abregelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Habe ich bei Ihnen was vergessen? Ach, eine Komponente B hatte ich noch an Ihrem Schreibtisch. Oder am Schreib. Ich weiß nicht, ob Ira damit gemeint ist. Ich suche den auf jeden Fall mal ab, bevor ich jetzt weiter zurücklaufe. Vielleicht unter dem Schreibtisch? Nö. Was ist das denn? Da hängt irgendwas durch. Was ist denn das? Keine Ahnung. Bug. Hoppala, hoch. Das war jetzt aber keine Absicht. Sieksen. Ach, guck mal da, die Abregelung. Zack. Oh, Leute. Ich weiß, ich bin voll der Schisser, aber andererseits. Warte mal. Hä? Hä? Für was habe ich die denn? Diese Geräusche jetzt. Nein, nein, nein. Alter, jetzt kommen die alle. Nee, nee, nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab einen Termin. Alter. Die kommen mir jetzt nicht hier nach, oder? Hört sich aber leider ganz danach an. Was haben wir denn hier Schönes? Oh Gott, Leute. Ich hoffe nicht, dass die mir jetzt nachkommen können. Gas und Leistung. Ja, das machen wir mal. Oh ja. Ich weiß nicht, ob es viel bringt, aber die kommen da bestimmt nicht so schnell durch. Hoffentlich nicht. Oh. Bauplan verbessert. Molotow V2, oder? Wo steht's denn? Der Molotow ist eine Brandvorrichtung, bla bla bla. Ja, okay. Armes Schwein, Kumpel. Die sehen immer so richtig übel zugerichtet aus. Warum bekomme ich jetzt hier so viel Munition? Das passt mir gar nicht, Leute. Das passt mir ehrlich gesagt gar nicht. Boah, 18 Schuss für die Pumpgun. Ich werde ja wahnsinnig. Eine EMP-Mine in der Taschenlampenbatterie. Ich habe den Jet. Ich habe gerade den Jackpot geknackt. So. Erstmal speichern. Oberstes Gebot: immer speichern. Okidoki. Jetzt wünschte ich mir fast, dass mir jemand hinterherkommt von diesen dummen Teilen da. Das wäre jetzt super, dann könnte ich den wunderbar einheizen mit allem, was ich habe. Antwort: Smythe, lies das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Deine Knarren und Vorräte helfen mir,
einen Scheiß, wenn die Synth was, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlageüberwachung und hat die alte... Was? Hat deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto, Smythe. Ausharren. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen. Aber ich habe vor dem Syntheten Ausstellungsraum mit Waffen und Vorräten Lager aufgeschlagen. Die sind... Nee, da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smythe ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Noch immer keine Meldung von Suzanne. Lass mich wissen, wenn sie bei euch ist. Oder ob sie bei euch ist. Ja, Suzanne ist leider tot. Sage ich jetzt einfach mal so. Wie viel Zeug? Ich muss hier echt was nutzen. Ich muss hier echt mal was einsetzen, du. Schade, dass die jetzt nicht nachzukommen scheinen. Oh nein. Oh nee, da kommt er. Stirb. Alter, nicht ins Feuer. Au, au, au. Abschaum. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun. Mit Bedacht zu nutzen. Zwecklos, sagt er, und fällt um. Ja, schön. Das hat sich jetzt echt gelohnt, ne? Endlich mal wieder Zeug losgeworden. Kommt da noch einer? Alter! Oh, geh weg! Nein, nein, nein! Amanda, warum bist du hier eine gewalttätige Person? Das kannst du mir doch nicht antun. Also wenn das nicht gereicht hätte, ne? Ich wollte gerade schon sagen. Einmal Kopf abschießen, bitte. Vielleicht hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Ja, das werden wir gleich nachprüfen. Aber erstmal hier alles schön reinpumpen. Der Revolver. Gut, 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 gut. Molotow. EMP war da noch. Taschenlampenbatterien, perfekt. Ich komme mir ja langsam vor wie bei Amnesia. Da muss man auch immer ganz viel Öl dabei haben. Ah, Kinder. Oh, toll. Hätte ich jetzt auch wieder komplett gehabt. Ich habe so viel Zeug, das ist furchtbar. Ich finde das echt furchtbar, wenn ich so viel Zeug dabei habe, dass ich nicht mehr aufnehmen kann. Das macht mich wahnsinnig. So, du piepst mich gerade so verführerisch an. Ich finde das Geräusch voll super. Das ist klasse. Hast du eine Schlüsselkarte? Nein. Ach so, soll ich jetzt in die Flammen oder was? Oh, gerade der. Das ist ja schön. Ja, gewusst wie, dann sind die totale Luschis. Guck mal, der hat lauter Einschusslöcher im Gesicht von der Schrot. Das ist richtig gut, dass man die noch sieht, finde ich. So, da lässt. Samuels. Samuels. Ich hoffe, du bist noch mein Freund. Sind das nicht Batterien? Nee. Samuels. Sieh mal, das war der Raum, in dem er den Androiden niedergeschlagen hat. Was ist das denn? Okay, das hört sich an wie ein Alarm oder sowas. Wupp, 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 wupp.
Nochmal speichern mache ich gleich. Ich muss wohl erst für diese Kabel deaktivieren. Also diese komischen kleinen Generatoren. Hier war ja... Genau, da muss ich den Strom wieder herstellen. Interessant. Die sind nicht registriert. Unbefugter Zugang registriert. Die Schnauze! Sind die Augen aus. Daran sieht man immer, dass die futsch sind. Finde ich voll gut. Wäre jetzt doch bestimmt wieder auferstanden, das Teil. Mann, Samuels, du musst auch schon ein bisschen effektiver arbeiten. Deine Kumpanen einfach mal komplett ausschalten. Wollen Sie Samuels? Das mache ich doch gerne. Unserem ehemaligen Crewmitglied, dem wir irgendwie doch nicht so ganz vertrauen können, oder? Ich weiß nicht, der ist mir irgendwie suspekt, der Kerl. In Seeksen Synthetics. Androiden-Einweisung. Na wunderbar. Ich bin bereit. Okay. Das würde ich doch hoffen, dass ihr euch dafür entschuldigt. Störung. Super. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Hochklettern, sicher? Oh, oh, oh. Pass bloß auf, Amanda. Schnell, 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 schnell. Boah, Leute, ich würde mich das jetzt nicht trauen. Das wäre mir viel zu schmal, der Steg. Jetzt nichts raus hier neben mir. Hallo? Ist das kaputt? Ah, okay. Wow. Aber da legt sie sich natürlich voll hin. Sowas hier finde ich wieder richtig super, obwohl es gar nicht spielerisch großartig irgendwie was anders macht. Schon ein paar Meter, ne? Also stellt euch mal vor, ihr brecht euch hier das Bein oder verstaucht euch nur den Fuß, dann ist vorbei. Dann war's das und sie macht einfach mal hier so eine Aktion. Das sieht jetzt vielleicht nicht so viel aus, aber guck mal, das sind echt schon ein paar Meter, du. Das reicht. Was ist denn das hier? Stromausfall. Ich wollte schon sagen, wenn wir jetzt den ganzen Weg gerade mit dem Kran hier zurückfahren, mit dieser Laufkatze, das wäre natürlich super, ne? Voll verarscht. Erst darfst du hier rüber balancieren und dann hättest du einfach nur fahren können. Dieser Nebel sieht schön aus. Ah, schöner Nebel. Hier war ich doch schon mal, oder? Kommt mir zumindest sehr vertraut vor, alles. Miau. Schön. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, nichts Schönes. Gar nichts Schönes. Hallo. Oh Gott, das... Warum ist der auf einmal so schnell? Mehr, du Pennergesicht. Nein! Alter Schwede, warum?
Warum treffe ich dich nicht? Stirb! Was hast du da gesagt? Du hast Dreck am Mund, ich verstehe dich nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, ich bin jetzt mal dekadent. Für sowas hier kann ich andauernd was Neues nutzen. Das ist total egal. So, seht ihr schon, habe ich wieder genug. Nee, warte mal. Ich will erstmal schauen, was es hier noch gibt. Was leuchtet? Oh, warum leuchtet das denn so komisch? Das ist Plattform. Achso, da kann ich was machen. Nee, das ist nur eine Komponente. Ich dachte, ich kann die Platte anheben oder sowas. Geht's denn hier schon wieder hin? Oh Mann, ich muss ganz dahinter. Folgen Sie Samuels. Ich möchte das doch gerne mal machen. Dass ich aber nicht irgendwie hier hochhüpfen kann. Ich finde das irgendwie doof. Das ist gerade so ein Tritt. Einmal das Bein heben und dann kann sie schon da hochsteigen. Macht sie aber nicht. So, ich sollte versuchen, die Kamera zu deaktivieren. Nicht wieder kaputt zu hauen. Kann ich ja hier tun, ne? Habt ihr mir gesagt, Bruger, warum haust du alle Kameras kaputt? Und ich sage, das sind die Augen des Feindes und deswegen müssen wir sie zerstören. Aber es geht ja auch so, ganz friedlich. Boah, sag mal, wer sein Kind so einem Ding an die Hand gibt, ist nicht ganz richtig im Kopf. Ich höre Musik. Bleib liegen. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen, wenn sich's vermeiden lässt, also bleib schön liegen. Sag mal, warum haben die überall Kameras hier? Ich meine, die Androiden haben doch bestimmt einen Wi-Fi-Zugang zum Netzwerk oder so. Das merkt man doch, wenn da was schief läuft. Oder sind die alle analog? Ich weiß ja nicht. Das wäre sehr ungewöhnlich. Mip, 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 mip. Ich kann auch alles unterirdisch, seht mal. Ah. Ich gehe nicht in den Schacht, Leute, das weckt schlechte Erinnerungen. Nee, das haben wir alles schon hinter uns. Aha, es sind immer solche... Was sind denn das überhaupt? Solche Diagnosezellen? Das sieht ja aus wie so eine CT. So. Oh. Guck mich nicht an. Alter Schwede, wie der mich halt anguckt. Ich mag's nicht, wenn du mich anguckst. Was? Nein. Apollo meldet keine Störungen aus Sevastopol. Dies könnte mit Hilfe. Alter, nee. Hier ist gar niemand. Ah! Nee. Du, Penner! Hau ab mit deiner Bagage, du! Bam! Stirb! Oh, wie lange die auch so Gefecht gesetzt sind, das ist voll gut! Nein! Au. Nein, mach das doch nicht. Es gibt blaue Flecken und ich sehe scheiße aus mit blauen Flecken. Wie der das einfach mal wegsteckt. Lad doch mal das Ding nach, Ripley. Danke. Ich will nicht so viel, du Schweinenase. Mir fallen echt manchmal keine Wörter mehr ein für die, merkt ihr, ne? So. Guck mal, und schon wieder. Ich bin so reich an Materialien, die können mir gar nichts. Ihr könnt mir nichts. Obwohl, eben Piminen sollte ich mal ein bisschen langsam machen. Vielleicht mal eher den Elektroschocker einsetzen. Komm jetzt schnell durch. Lalalalalala. Ist hier irgendwo eine Umpolstation? Nö. Ich kann auch anders. Sag mal. Gib dir mal Mühe jetzt, Ripley. Die gehen nicht kaputt, oder was? Ich pack das nicht. Oh, hat jemand Schach gespielt?
Ist schwer zu sagen, wer gewonnen hätte, oder? Ich würde sagen, Schwarz gewinnt. Ja. Aber der Turm ist ziemlich sinnlos, wenn er den Läufer schlägt. Egal. Der bedroht eigentlich nur den Läufer und sonst nichts. Na gut, Leute, was sagt denn die Uhr? Oh, die Uhr hat eben geleuchtet und deswegen heißt es Part Ende. Ja, ich würde mich sehr über Likes und Kommis freuen, wie immer. Damit meine ich keine Kommunisten, sondern Kommentare. Und wenn ihr wieder einschaltet, freut mich das umso mehr zu Alien Isolation.